Yo, servus Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Teil NBA 2K18 und damit herzlich willkommen zum zweiten Spiel, nämlich am Samstag, dem 21. Oktober 2017 gegen die Phoenix Suns. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein ins Spiel und schauen, was uns heute so erwartet, wie wir spielen werden, wie viel Spielzeit wir bekommen werden. All das wird uns jetzt erwarten. Ich bin echt mal gespannt, ob wir ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Es war im ersten Spiel auch schon überraschend viel. Und dann schauen wir einfach mal, wie viel es sein wird. Los geht's. Say what? What? You say something? No, man. I'm just looking at my preseason stats, man. They're horrible. I mean, you're horrible, Rook. What site is that you on? NBA.com. Oh, yo. Hey. Hey, come here, man. You gotta look at the in-house stuff. Man, that's just the box scores. Teams got high-speed cameras all around the arenas and the practice gym. Hey, tell this dude. Hi, I'm Aaron. This is the stats kid. The stats kid. That's cool, too. So how my rookie doing, man? Hey, man. Nice to meet you. I'm DJ. He's actually doing really well. Your per possession stats, there's like 96 possessions on an average game. If you extrapolate those numbers based DJ, on the don't you listen to this man. He's full of bird seeds. You just keep your head in the game, okay? Got it, coach. Stats and possessions. If you extrapolate those numbers based on the amount of possessions you play versus the raw totals. The raw total? What about the cook totals? I don't understand. If you extrapolate, your per possession stats project you as a starter. See? That's my rook, boy. Hey, man, I like the way you talking, man. Keep talking to me like that, bruh. Of course. If you need anything else, let me know. All right, bro. Numbers related, of course. I like you, man. I like that dude. Hey, he's a commodity around here, man, so use him wisely. I'm gonna use him every day. So sieht's aus. Gehen wir mal wieder auf unseren Court, werfen ein paar Würfe und dann geht's auch schon los ins Spiel. Ich würde mal sagen, wir versuchen heute mal wirklich ein paar Würfe zu treffen. Im letzten Mal hat es beim Aufwärmen nicht ganz gut funktioniert, also werde ich heute mal versuchen, wirklich konzentriert die Würfe reinzumachen. Vielleicht bekommen wir da auch einen kleinen Boost fürs Spiel dann. So, da sind wir im Staples Center in Los Angeles. Nehmen wir uns gleich mal den Ball hier. Und machen wir vielleicht mal, ja, schönen Dank und vielleicht auch noch einen schönen Wurf hier von der Baseline, jawohl. 3 von 3, 4 von 4, jawohl. Das ist doch richtig nice. Jetzt machen wir noch einen kleinen Korbleger und dann dürfte das Spiel auch beginnen, so sieht's aus. Und ich bin echt mal gespannt, wie viel Spielzeit wir jetzt bekommen gegen die Phoenix Suns, die jetzt mit 0 zu 2 in die Saison gestartet sind. Wir mit einem Sieg bisher. Bin echt mal gespannt. Das sollte eigentlich ein Sieg werden unter normalen Bedingungen für uns. So, dann gehen wir direkt rein ins Spiel. Wir haben die Startstellungen: Bledsoe, Booker, Jackson, Chris und Chandler. Bei uns Beverly, Williams, Gallinari, Griffin und Jordan. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel, denke ich mal. Die Phoenix Suns natürlich nicht die beste Mannschaft in der NBA aus den vergangenen Jahren. Und ja, wir natürlich auch geschwächt dadurch, dass Chris Paul nicht mehr bei uns im Kader ist. Aber dafür natürlich jetzt DJ, der gleich mal wieder im ersten Viertel seine Spielzeit bekommt. Und jetzt müssen wir natürlich gleich mal ein bisschen was zeigen. Gleich mal vielleicht den ein oder anderen Assist einsammeln. Wäre auf jeden Fall wichtig, zumindest auch mal keine Turnover zu haben in diesem Spiel. Gleich mal hier einen ersten Rebound in der Defense eingesammelt. Ist auf jeden Fall auch schon mal wichtig, dass da gleich mal die Wertung ein bisschen nach oben geht. Allerdings ging es jetzt auch erstmal wieder runter durch die übertriebene Passanforderung. Spielen wir mal Harrell im Post an und die macht, oder der macht das 22 zu 14. Mit 20 Sekunden noch auf der Uhr im ersten Viertel. Also werden die Phoenix Suns den Angriff jetzt wahrscheinlich runterspielen. Und dann wird es das auch gewesen sein aus dem Viertel. Schauen wir einfach mal, was der Kollege hier macht mit dem Ball. Er wirft einfach mal und damit ist das Viertel vorbei. Er trifft nicht den Dreier. Sehr gut, damit gehen wir mit einer hohen Führung ins zweite Viertel. So, weiter geht's im zweiten Viertel. Wir stehen weiterhin auf dem Court, holen uns gleich mal hier den Ball und spielen gleich mal unseren Kollegen Reed im Post an. Der legt nochmal raus und Wells mit dem Dreier. 11 Punkte Führung
4:49 noch im zweiten Viertel. Jetzt verteidigen wir hier ein bisschen gegen Julius, der auch für Williams nimmt hier den Warren mit. Der zieht auf jeden Fall mal zum Korb und macht das Ding auch rein. So, jetzt können wir zum Korb ziehen und ja, wird irgendwie abgeblockt der Ball, oder wird geblockt auf jeden Fall. Dafür gibt es auch ordentlich Minuspunkte. Aber jetzt vielleicht mal ein Fast Break. Da haben wir mal ein bisschen Platz, legen den Ball nochmal in die Mitte und dann wird er von unserem Teamkollegen gesteelt. Ja, das sind noch nicht die Angriffe, die wir haben wollen. Das geht auf jeden Fall besser. Und da müssen wir uns natürlich auch ein bisschen steigern noch. So, jetzt fordern wir mal den Pick an. Leg nochmal raus und Wells wieder mit dem Dreier, wieder mit dem erfolgreichen Dreier. Der Kollege geht ja richtig ab, der ist richtig on fire. Hier im zweiten Viertel. Macht ordentlich Punkte für uns, damit steht es dann schon 31:18. Brent Knight trifft nicht, es wird unser zweiter Rebound. Dass wir wenigstens dort ein paar Pluspunkte sammeln können, ist schon mal nicht schlecht. Und der nächste Dreier von außen, ja, nicht erfolgreich. Aber trotzdem gute Ballbewegung. Und hier auch der Steal von Wells. Der nimmt auch gleich den Wurf, aber trifft nicht. Und damit geht es wieder in die andere Richtung. Da müssen wir es wieder gut verteidigen gegen unser Matchup. Brent Knight mit dem erfolgreichen Wurf und damit das Timeout. Trotz einer 11-Punkte-Führung nehmen wir immer ein Timeout, um einfach die Abwehr, die Defense wieder neu zu ordnen. Da hat jetzt einiges nicht gepasst hier gerade und auch in der Offensive war das nicht so ganz gut, was wir da gemacht haben. Deswegen gehen wir auch erstmal wieder auf die Bank und gehen damit auch in die Halbzeit, weil wir keine Spielzeit mehr bekommen werden. Und schauen einfach mal, wie es weitergeht in der zweiten Hälfte. So, 46 Sekunden vor Schluss kommen wir nochmal auf den Court und haben nochmal die Chance, vielleicht unsere ersten NBA-Punkte zu machen. Wäre auf jeden Fall wichtig. Jetzt, wenn er uns hier anspielen würde, hätten wir freien Weg zum Korb gehabt und so. Nimmt der Wells mit, der macht auch die Punkte, also auch nicht verkehrt auf jeden Fall. 14 Punkte Vorsprung, 30 Sekunden noch auf der Uhr knapp. Bledsoe, holen wir uns unseren dritten Defensive Rebound in diesem Spiel. Zumindest in der Kategorie konnten wir heute mal einiges einsammeln. So, nehmen wir Wells nochmal mit. Der wieder mit dem Dreier und das kann er. Das kann er einfach. Da holen wir uns unseren Assist für dieses Spiel ab und die Zeit läuft ab. Wir gewinnen das Spiel. So, und das war's von unserem zweiten Spiel der Saison. Wir gewinnen 88:71. Auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel gewesen. Leider immer noch keine Punkte für uns, aber auf jeden Fall mal ein Assist. Dafür gibt es 150 Punkte. Dazu noch 3 Rebounds und den Siegbonus. Dafür gibt es insgesamt 975 Punkte. Und dann sind wir auch bald schon beim nächsten Level. Dazu gibt es nochmal 500 Gehalt und noch ein paar Spielerleistungen. Also haben ordentlich VC jetzt verdient mit diesem Spiel. Und dann schalten wir wieder in die Kabine und schauen, wie es heute weitergeht. Ja, der mag uns scheinbar immer noch nicht.
So, da haben wir gleich mal wieder ein paar neue Nachrichten auf unserem Handy von unserem Agenten. Ist mal wieder was gekommen. Komm in mein Büro, wenn du für das Weavers-Plakat bezahlt werden willst. So, jetzt können wir hier Spende meinen Verdienst einfach für einen guten Zweck. Wäre natürlich auch nicht so schlecht für unsere Fans, denke ich mal, dass wir ein paar Fa mehr Fans bekommen. Das ist, denke ich mal, wichtiger als das kleine Geld, das wir dafür dieses Plakat bekommen. Von daher würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Ja, machen wir einfach mal. Genau, das denke ich nämlich auch. Die Fans werden es lieben, wenn sie das hören. Und jetzt hat er noch ein lokales Angebot. Ja, immer her damit. Du musst einfach nur in den NBA Store gehen. Cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da gleich mal hin und schauen mal, was es dort so gibt für uns. Hoffentlich irgendwas, wo wir uns ein Trikot oder so, ein NBA-Trikot oder so kaufen können für unsere Kleidung fürs Viertel. Das wäre nicht schlecht. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg zum NBA Store, wo wir unseren kleinen Werbedeal bekommen. Ich bin echt mal gespannt, was es sein wird. Hier sind wir schon vor Ort. Gehen wir mal rein und schauen mal, was es da von uns gibt. Hey, what up, DJ? What's up, man? How you doing? What's good, man? It's nice to meet you, Yo, DJ, What's can up, I get a bro? Oh, pic? yeah, we can do a picture, no problem. Yeah, all good. All good. All right, cool, man. Can you do my Natürlich erstmal die voice, man? Oh, yeah. Selfies. Erstmal Selfies am Start, ganz wichtig. Hey, what's up? It's your boy DJ. Xander can't come to the phone right now, so leave a message after the tone. Peace. Sorry, one more photo. Oh, yeah, I got you, man. No problem, no problem. Awesome, thanks, right, DJ. I appreciate the support, guys, all right? Later, DJ. I'll see you. Okay, war's das jetzt schon? Das war jetzt unser Werbedeal. Sehr interessant. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon gewesen sein soll. Hey, welcome to the NBA store. Thanks, man. Aber wie es aussieht, war das die ganze Geschichte, die ganze Story dazu. Ja, und wie es aussieht, waren es wirklich nur die Fotos, die wir gemacht haben. Und das war unser Werbevertrag. Keine Ahnung, was unser Agenta, wie er gelabert hat, wir verlassen den Store einfach mal wieder, würde ich sagen. Danke, Mann. Danke für die große Hilfe im Store. Ist immer wieder nett, hier vorbeizukommen. Auch wenn ich mir hier noch nichts, nicht mal ein Trikot leisten kann von meinem NBA-Gehalt. Oh, jetzt kriegen wir auf jeden Fall nochmal eine Handy-Nachricht. Da schauen wir doch gleich nochmal, ob das schon alles war. Gut gemacht. Es gibt in den sozialen Medien schon positive Reaktionen auf die Selfies. Cool, gehört alles zum Job. Jawohl. Schauen wir doch gleich mal rein in die sozialen Medien. Toll, dass sich DJ Zeit für seine Fans nimmt. Jawohl. Das ist doch schon mal richtig nice, würde ich sagen. Und damit sind wir dann auch am Ende von dieser kleinen Episode NBA 2K18. Mit unserem zweiten Spiel im nächsten werden wir, denke ich mal, direkt ins nächste Spiel gehen. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wäre sehr, sehr geil von euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video NBA 2K18. Macht's gut, bis dahin, euer Jules. Haut rein.